Hallo und willkommen zurück zu All The Mod 6 mit dem Castrafter. Hallo. Und heute, nach der letzten mega krassen Technik, ich suche die Lex-Folge, bauen wir heute mal wieder was um am Haus, weil darum geht es in dem Projekt, das Haus quasi auf Modpack umzubauen, und zwar möglichst weiß und schwarz. So, kann man das so ist sagen? Es. Okay, und grau. Heute beginnen wir, genau, grau, mit der Bibliothek. Oh Gott, ich habe schlechte Erfahrungen, wenn du irgendwas abbaust und ich bei dir bin. Warum? Ah ja, stimmt. Da war mal was. Du warst letztens im Weg. Und guck mal hier, so ein Red Hole einfach, ne? Das ist so krass, wie die sich einfach in Bücherregale reinbauen. Oh Mann. Sollte ich so ein paar hier wohnen lassen, die dann wie so, weißt du, unsere Aufpasserratten sind? Die Bibliothekarratten. Ja, wäre schon cool, aber dann sollten die sich wirklich nur in diese Oak Planks reinarbeiten. Ja, hier ist auch einer an der Treppe. Wo? Hier oben? Wo? Treppe? Zurück. Wo? Ah, ja. Ja, guck mal, da ist ja da blöd. Hier neben wäre voll schön hier, wenn das hier drin wäre. Ja. Also was heißt voll schön, da wird es passen. Wir hatten mal eine Ratte im Haus, ne? Ne, nicht eine Ratte, eine Maus. Echt? Mhm. Warum? Und weißt du, in welcher Etage wir gewohnt haben? In der ganz weit oben. Ja, in der 7. Und die war bei euch? Und da kam in der Ecke von der Küche, hatten wir echt so ein Mauseloch. Wie und dann dachten wir so, hä? So wirklich so hochgegraben durchs ganze Mal. Ich weiß nicht, ob außen durch oder so. Oh, ah nee. Die lag dann irgendwann tot auf dem Boden. Oh nein. Ja, weil die halt nichts zu essen gefunden hat, ne? So. Das ist wieder sehr traurig. Das ist die traurigste Geschichte, die ich je von einer Maus gehört habe. Ja. Warum findet die denn nichts zu essen? Ist die blöd? Ja, weil bei uns nichts rumlag. Die dachte wahrscheinlich, voll Hochhausgegend, geil. Ja. Wer es kennt, Schaffelhofer Weg in Essen. Da war das? Ja, genau, das ist eher nicht so eine coole Gegend, sag ich mal. Abgekürzt ich hab extra gedacht. Schaffel. Schaffel? Dann hast du im Schaffel gewohnt. Schaffel ist eine Tanzart. Und ein YouTuber. Stimmt. So, Ui. Guck mal, wie komisch okay, das so aussieht. Okay, so ist perfekt. Bis morgen. Ja, nächste Mal geht's weiter. Uiuiui. Das kommt auch weg? Ja, dann machen wir doch richtigen Boden rein, oder? Okay. Ja, da nicht, da ist ein Baum. Nein. Immer was du machst, ist falsch so. Warte. Pass auf, Heiko, pass auf. Aber der muss dann einen höher einfach, ne? Ja, oder einfach einen neuen. Oder einen neuen, ja. Geht natürlich auch. Wie kriegt man denn den Teppich hier am besten wieder sind? Raus? Wie viele Eingänge? Ne, auf der einen Seite zwei Stück, hier, zack, zack, und hier einfach drei. Einmal unten, mittlere Etage und obere Etage. Ja, ich glaube, ich habe früher zu wenig CSGO gespielt. So, und ganz, ganz wichtig ist mir aufgefallen, wir müssen die Fackeln wegmachen, weil die dampfen durch den Boden immer durch. Bei dem Teppich oder wie? Ja, beim Teppich waren die immer am Durchdampfen. Dann wird hier aufgefüllt. Das sah nicht so gut aus. Mit 200 Mods. Mit Ora. Wir haben gar keinen Cobblestone? Ja, die Diskette. Ach ja, ja. Da reden wir nicht drüber. Das ist ein Geheimnis. Das ist einfach mal so passiert. Ja. Hä, ging das jetzt? Und ihr wisst doch nicht, was passiert ist. Wovon ich glaube eigentlich reden? Schon. Ah lol, ich glaube, hier war gerade mega leck. Ja, aber sind wir doch in All the Mods, Peter. Oh, ich glaube, es leckt sogar immer noch. Echt? Warum? Waiting for Server die ganze Zeit bei mir. Echt? Aber warum? Haben wir zu viel gebaut? Oh nein! Was sollen wir noch tun, Heiko? Boah, bitte. Teleportier gleich alle Leute und dann geh wieder weiter, okay? Ja! Oh, nice. Hat funktioniert, nice. Er hat da... Oh, nee, es geht wieder los. Aber pass auf, ich mach was Geiles. Jetzt müssen gleich instant alle Fenster draußen sein. Ach so, weil du alle abgebaut hast und dann weitergeflogen? Oh Gott. Nee, war nicht so cool, wie ich dachte. Einfach so nichts passiert. Will er jetzt wieder? Ja, ne? Aber warum? Was war denn jetzt? Hast du irgendwas geändert? Ich habe nur gebaut. Große Diskette in das System geschoben? Nee, ich habe nur gebaut. Nur Cleanstone hingesetzt. Echt? Komisch. Nur Cleanstone. Komisch. Aber warte mal, da sind auch noch Fenster. Meine Bärchen. Boah, ich bin gespannt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die aussah, die Bibliothek. Erstmal den Boden hier oben. Ja. Achso, guck mal, die Fensterfront, die können wir auch austauschen jetzt, ne? Ja. Concrete. Es wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Dark Oak. Oh, guck mal, wir haben sogar noch ein bisschen.
Gibt es eigentlich coole, coole Bücherregale hier drin? Ja, Uhuch. Apotheosis. Aber die sind nur Nee, ich teuer, meine die, also so. die sind cool, aber teuer, ne? Okay. Aber keine so 3D-Bücherregale oder so? Nee, leider nicht. Wir sind ja nicht in, weiß ich nicht. Heim? Ich Wir weiß, ich haben's. hätte auch normalerweise einen anderen Bilderblock, aber ich will den Bilderblock. Der ist cool, den mag ich. Der gibt ja Building Gadget, aber ich nehme manchmal auch einfach den Stab. Gibt's hier einen Stab? Ja. Den kann man Was auch für ein? umstellen. Was für ein ist das? Der Diamond Oh! Wand von Construction Wand. Die sind hier drauf. Ja. Nice. Das ist, glaube ich, die Mod, die ich mal meinte. Die ist cool. Ah, mit den Wands? Okay, warte. Fackeln tun wir nach unten. Abgefackelt. Ihr müsst euch die merken, liebe Leute. Wo die Wenn ich Fackeln stehen. die mal suche, dann weiß ich das auf keinen Fall mehr. Warte, Miss Peter. Peter ist schon sehr dement. Nein, aber wenn ich hier in 4 Jahren die Map wieder spiele mit Update, ATM, Willkommen zurück zu Order Mods 11. 25. Boah. Ja. Und dann geht ab. Willkommen zu COD 300. Ah, COD kommt am Wochenende raus. Sollen wir spielen? Aha. Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich keiner dieser COD-Gamer. Aber dann nicht. Ist doch. Dann nicht. Warte, Durfte ich als Kind nie spielen. echt nicht? Nee, immer nur bei anderen Leuten und dann immer nur Splitscreen. Da war cool, aber sonst, nee. Und dann ist es Splitscreen. Das war auch cool. Ja. Bei mir gab Wirklich? es gar kein COD. Das ist jetzt so ein weirder Flex in die andere Richtung. Genau. Wir kommen noch aus der Zeit, wo es gar kein COD gab. Daumen nach oben. Ich überlege gerade. Ja, ich habe Doom 1 gespielt, Heiko. Dass man jetzt auf dem Taschenrechner spielen kann und so? Ja. Echt? Das habe ich auf PlayStation 1 mir geholt. Also es gab damals schon, natürlich vom PC war das Ganze. Und dann habe ich mir Ja. das für PlayStation 1 geholt. Und das fand ich so blöd. Und dann bin ich zum Laden gegangen, wo ich das gekauft habe und gefragt, kann ich ein anderes Spiel haben? Und haben sie dir ein anderes Ja, gegeben? ja. Cool. Also der Würden sie war gut heute bestimmt drauf, auch da nicht habe ich mehr. voll viele Spiele immer gekauft. Ja. Und Also der hat ja. gewusst, dass du ihn nicht scammst. Der wusste, du willst einfach nur ein cooles Spiel haben. Genau. Und dann habe ich mir Worms 1 geholt. Von Doom zu Worms. Hast du dir mal Worms 1 angeguckt? Das habe ich jetzt nur noch Nee. als, keine Ahnung, als so 10 Pixel im Kopf. Oh, ist auch sehr wenig Pixel, ja. Total Ja. weird. Da Und war dann ich. war so drei Anzeigen, Wind, Leben und das war's. Ja, genau. Und wir hatten da so viel Spaß. Wir haben sogar uns vor der Schule bei mir zu Hause getroffen und dann haben wir Worms gespielt. Morgen um 5 aufstehen, Jungs, okay? Ich habe neben der Schule gewohnt, aber easy. Also. So. Da war ich voll der coole Typ. So. Warum war? Ja, stimmt. Oho, ja. Bleibt Zack. das Fenster hier oben? Wie du möchtest. Es passt nicht Ja, so muss mal ganz hier rein gucken. wegen dem Übergang, ne? Nee, Out das meine of ich glaube ich gar nicht. Blocks. Was Was? denn? Ich bin out of blocks. Oh. Guck Ist mal, das ist so wie bei Craft dramatisch Attack. gesagt? Was denn? 118.000 Eisen. Boah. Ich bin schon gespannt, wie viel Eisen wir dann haben, wenn die einmal komplett läuft die ganze Zeit. Brauchen wir da eigentlich einen Chunk Loader oder sowas? Ja, halt uns selber eigentlich, ne? Ja, genau, weil ich hatte, also als ich da stand, war irgendwie ein Stack drin. Ich stand da ein paar Minuten. Ja. Das war schon echt cool. So. Und hier Da auch Fenster? Hier oben? waren auch Fenster. Na, machen wir da welche rein? Ne, muss nicht unbedingt, da können auch Bilder hin. Und irgendwie wäre es schon cool, ne? Vielleicht eins und ein Bild? Oder ein großes? Oh, ein großes Abo. Weil irgendwie erinnert mich das jetzt auch an eine richtige Bibliothek. Weißt du, dass da hier dann deine Leseecke, kannst du chillen? Echt? Ich war noch nie in einer. Hier hinten wäre dann, oh, Peter, guck, es gibt in der Bibliothek immer, okay, vielleicht nicht immer, aber in sehr, sehr vielen immer ein Café und sowas dabei. Echt?
Und wir können hier vorne bei dem Fireplace ein kleines Café hinmachen, das zu der Bibliothek gehört. Oh, Und dann holst du dir stimmt. hier dein Chai Latte und setzt dich hier hin. Den Chai Latte. Den holt man sich da. Ja, genau. Latte Macchiato-Strich. So. Guck mal, wie hübsch. Nice. Also, ich glaube, hat noch nicht Ui. viel mit der Bibliothek zu tun, weil dir fehlt noch eins, das ist das Wichtigste eigentlich. Ich weiß. Ich Ja, was? weiß. Toiletten. Ja. War Und das vorher auch so mit den Fenstern? Waren die auf. Waren die bodentief? weiß ich gar nicht. Ne, weiß ich nicht. Ging hier eine Treppe runter? Ja, ich glaube schon, ne? Der Boden ist ja gleich wie hier, oder? Ja, der Boden ist gleich. Ich guck mal draußen. Hä? Also er muss, ja doch, die stimmt eigentlich schon. Ja. Sollen wir die auch einen höher machen? Die können wir auch einen höher machen, klaro. Oh, Also das ist generell, cool. du meinst einen höher oder einen verschieben? Ein höher. Okay. Ein verschieben. Okay. Was ist das denn? Können wir So, oder? alle Villager einen nach links verschieben? Und dann fallen die alle raus, weil der Zombie mal kommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. War das blöd, ey. Oh nein, oh nein. Greg und Greed. Weißt du, wer das nicht kapiert hat, wir haben quasi eine Eisenfarm gebaut, nach einer Vorlage. Wurde auch alles schön verlinkt, glaube ich. In Craft Genau, in Craft Attack 8. Und dann habe ich quasi die Villager gesetzt und habe mich dann quasi an der Vorlage orientiert. Aber an der Position, wo die Vorlage falsch war. Ja, So, die der hat genau hatte einen Fehler. 12 Plätze, 11 waren richtig, einer falsch und ich gucke mir den einen an, der falsch ist. Und Perfekt. das war dann einfach nicht so cool. Und machen wir aber Dark Oak Planks weiter, ne, denke ich. Dark Oak, Wir Oak, wir brauchen Oak. müssen nur mal gucken, wie wir das mit dem Geheimgang dann machen. Eventuell doppelte Bücherregale? Ja, das stimmt. Oh, guck mal, hier ist er, der kleine Fratz, der das Bücherregal kaputt gemacht hat. Gehört ihr dir? Wo? Hier, die Ratte? Ah, da. Weil die ist so zahm, oder? Die ist richtig vollgefressen. Er gehört dir. Wie kommt die hierher? Ja, ich lasse die mal frei rumlaufen. Die sind cool. Die brauchen manchmal Auslauf, Heiko. Ah. Kennst du doch, wenn eine Frau an der Leine hätte. Nee, okay, das war was anderes, glaube ich. Glaube, das war von Monte. Streamt er noch oder ist er wieder gebannt? Nee, ich glaube, der streamt. Ah, sehr cool. Grüße gehen raus. Drei hier, drei hier. Drei hier, drei hier. Oh. So. Ja, da müsst ihr halt echt mal gucken, ne? Das ist halt ein bisschen weird. Oh mein Gott, weißt du, was wir fast vergessen hätten? Was haben wir denn fast vergessen? Wir hätten echt fast vergessen, Blätter zu setzen. Wie, jetzt schon? Die kommen immer zum Schluss? Aber jetzt haben wir gleich schon mal ein bisschen Orientierungspunkte. Wir haben auch gar keine Blätter mehr. Ja, die habe ich ein bisschen drüben eingebaut. Ich glaube, da Wo? muss ich ein paar Bäume scheren. Wir können, by the way, auch mal Bäume ab hier vorne hinsetzen, ne? Wo? Ja, vor unserem Hut. True. Weil das System oben ist eigentlich gut, ne? Ja. Also nicht. Oh Mist, Shift. Oh, jetzt habe ich was Moment. eingestellt. Was denn? Wo? Okay, jetzt geht's. Wenn man Shift gedrückt hält bei dem Wand, kann man Sachen einstellen. Aha. Also jetzt mal so vier Bäume oder so. Dann haben wir ein paar Blätter. Brauchen wir eh für Botania noch. Die Blätter? Ja, auf jeden Fall. Ach so, du sitzt. Ah, okay, ich habe verstanden. Ja, nicht für Zauberei. Stell dir mal vor, es würde ein Beanbag geben. Beanbag? Ja. Dass du da Bienen reinstecken kannst, oder was? Oder? Ja. Oh. Es gibt doch hier sowas. Toolbelt und sowas. Was gibt es? So ein Toolbelt. Wo Ach so, so. nee, ich meine zum Sitzen. Ach, sowas. Ah. Glaubst du, das ist gut? Ja, hier müssen halt noch Bücher auch rein, ne? Ja, klar. Nur mal so, ey. Aber so ist doch Bookshelf. doch. Oh! Es gibt Dark Oak Bookshelves. Oh, das wird vielleicht cool aussehen, ne? Dann wäre es aber eine sehr alte Bibliothek. Ja, passt doch. Alt mit dem Neuen verbunden. Stimmt. Warum ist sie sehr alt? Lass die Bibliothek in Ruhe.
Also? Der hat ja nichts getan. Der hat ja nichts getan. Soll es ein Front sein, oder was? Nie. Okay, warte, ich mach mal hier. Hast du schon Dark Oak? Ja, ich hab schon so ein paar. Obwohl, ich glaube, das könnte so dunkel werden. Aber wir gucken einfach mal. Boah, sind die dunkel. Huiuiui. Aber hat auch wirklich was Cooles. Das ist viel, oder? Glaubst du? Oder meinst du zwei dick? Ich hab halt zwei dick wegen den Pistons, ne? Ja. Wir müssen ja nicht überall zwei machen, oder? Nee, nee. Wir können ja hier dann zum Beispiel mit einem weitermachen. Der muss dann bis davor auch, ne? Ja, nicht, wir können ja auch hier einen normalen Block hinmachen, wo die abschließen. Stimmt. Das ist wie so ein. Aber ist das nicht zu dunkel? Ist zu dunkel? Wir können auch andere, klar. Sollen wir nicht, dann warte, ich guck mal eben. Irgendein Kontrast. Einen geilen Kontrast. Haben wir Man Groove? Haben wir nicht. Man Groove. Haben wir Rainbow Eukalyptus? Eukalyptus. Klingt nicht so. Nee. Okay, ich glaube, wir haben nur das Normale. Oh. Das hier? Ja, ich glaube, das ist besser, oder? Das ist nicht so hell. Das ist ja. Spruce. Das ist das Spruce. Flupp. Ui. Achso, da war normaler Block dann, ne? Warte. Ja, da war normaler Block. Können wir aber aus Spruce nehmen, oder? Jo. Vielleicht Spruce. Geschälten? Geschälten, okay, warte. Spruce Lock. Ich mach mal ein paar Locks. Geschälten? Nicht gerührt. Geschälten? Kann man irgendwie so coole Launch Chairs bauen? Table? Gibt's ein Table, Peter? Das weiß ich nicht. Machen wir schon eine Deko, bevor überhaupt das Ding hier da ist. Ja, muss halt mit, ne? Ja. So geschälte? Ja, ne? Da? Also ich meine, die sieht ja eh komplett anders aus, weil wir ja auch diese Bücher haben, diese Lectans? Ja. Ach klar, die können wir auch einbauen, ne? Ja. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist auch immer lustig, da habe ich gar nicht dran gedacht. Warum? Das sage ich lustig? Ja. Wieso? Weil die Betonung. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Nur hat sie auch mal kaputt gedacht. Wir waren als ich irgendwas gesagt habe, oder? Nee, wir waren mal in Slackharen. Ja. Und dann war da jemand bei, ich glaube, der Freund von meiner Mutter, der hat immer Slackharen gesagt, so ganz komisch ausgesprochen. Und er war da, keine Ahnung, zwei oder drei und hat den immer kaputt gesagt. Slackharen. Und lachte sich auch so voll kaputt über den. Das ist voll geil, als Kind kannst du das machen. Ja. Heute kriegst du einen aufs Maul. Oh Mann. So aber als Kind findet man das auch lustig. Das hat man nur, du kannst nicht sprechen. Eben drum. Ich finde keine Tintenfische, Peter. Das ist ein Ach, wir brauchen gar keine, ne? Doch, bauen wir. Mom. Brauchen wir? Wir brauchen Tintenfische. Hier ist ein Lavasee, wir können Portal gießen. Machen wir Challenge dran? Oder was? Ja. Oh, wir haben auch immer noch dicht den Tempel gemacht, ne? Nee. Tempelere. Ich überlege gerade. Obwohl, warte mal, vor dem Fenster hier oben kommt wahrscheinlich auch noch ein Gang, oder? Oder lassen wir es offen? Ne, sieht aus, als ob wir das offen lassen, okay. Sehr gut. Problem von alleine gelöst. Habe ich gecheckt. Alles gut. Hier ist ein Schiff. Gefehlt. Boah, das ist aber toll. Hast du nur Bücherregale? Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Ich bin jetzt gerade auch in einem Rundflug. Also habe ich gemacht. Schön. Server läuft wieder gut übrigens. Link zum Server in der Videobeschreibung. Oh, true. Wer da mal rein nutzen möchte. Ich weiß noch nicht, ob das so viel Holz ist hier vor der Hütte. Okay. Da sollen überall Bücherregale dann noch rein. So hier in die Zwischenräume und so. Ja, ich denke schon. Und vielleicht mal noch so ein Lectern oder irgendwas anderes. Ja. Das sind einfach normale Books erstmal, ne? Kein Paper. Oh Mann, eins zum anderen. Wir haben schon Paper. Oder haben wir die Diskette wieder drin gerade? Ach klar, Diskette. Nee, haben wir nicht. Da sind wir gut. Wir lassen gerade unsere 6 Millionen Diskette leer lutschen, weil da 6 Millionen Items noch drauf sind. Haben aber vergessen, letztes Mal den Server irgendwie oder das System anzulassen. Und dann hat die einfach gestoppt.
Yep. Das fand ich so cool. So, wir haben jetzt nochmal ein bisschen weitergebaut, mit ein paar Bücherregalen ein bisschen dekoriert, mit ein paar Regalen, ein paar Lämpchen drauf. Wir haben sogar schwebende Bücherregale eingebaut, auch mit so einer Leiter von Immersive Engineering, ne, gar nicht, von Engineers Decor, die sieht nur so ähnlich aus. und das Ganze sieht jetzt so aus. Schreibt ganz gerne mal rein, wie ihr das findet, mit diesem, ja, sehr weirden Design, muss ich sagen. Auf jeden Fall, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss! Tschüss!